Hey und herzlich willkommen, ich grüße dich zu einem komplett neuen Let's Play von uns beiden. Wir haben momentan eine Party gemacht und zwar das neue Let's Play ist Starbound. Ganz neu rausgekommen, noch in der Beta-Phase, habe ich mir runtergeladen bei Steam. Ein guter Freund von mir, der hat es schon gespielt, der kennt sich jetzt ein bisschen aus. Das ist der Fuchs, der steht direkt neben mir und der erklärt uns jetzt hier schon mal ein paar Sachen, wie das losgeht. Ich bin jetzt komplett neu hier. Hey Fuchs. Hey ho, hi. Du, warum leckt denn das? Nee, das leckt nicht bei mir. Nee, es leckt doch nicht. Also, wie laufe ich denn? Mit WASD. Hä? Ah. Ja, genau. Und du musst jetzt gucken, du hast am Anfang eine Quest. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich einen männlichen Vogel genommen? Die sieht so weiblich aus. Ja, ich glaube, du hast einen weiblichen Vogel genommen. Wow. Soll uns jetzt aber nicht... Ich habe doch echt auf Mann gedrückt. Ja, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Nee, jetzt guckst du hier bei Quest, da hast du rechts oben so ein Ausrufezeichen. Ja. Und da müsste eigentlich ein Quest sein, aber so wie ich gerade sehe, gibt es... Breathe your wings oder irgendwas. Genau, da musst du aus der Kiste, die hier ist... Also wo wir jetzt gerade stehen, musst du da deinen komischen Meta-Manipulator rausholen. Also am besten alles rausholen. Du gehst hin, zeigst mit der Maus Pfeil auf das Feld hier hinter dir und dann fängt es an mit Blinken. Ja. Und dann drückst E. Und dann geht die Kiste auf. Ah. Ich muss jetzt aber kurz auf mein anderes Raumschiff, weil ich das nämlich auch noch nicht geholt habe. Reed Seed haben wir? Oh, das stimmt. Okay, damit können wir uns versorgen, oder wie? Ja, genau. Also jetzt nimmst du erst mal das ganze Gedöns mit. Ein Bogen oder was auch immer das noch ist? Ja, damit kannst du Zeug abbauen. Wie tue ich jetzt... Die Taschenlampe lege ich jetzt einfach mal da oben auf die 2. Genau, ich habe die Taschenlampe auf 2 und Schwert auf 1. Schwert? Achso, das... Genau. Nicht links oder rechts? Das blicke ich noch nicht wirklich mit den Links- und Rechtstaschen. Ist das nicht dann links schlagen oder was ist das? Also sie, so wie ich es gelesen habe, wollen die auch machen, dass du Primärangriff und Sekundärangriff machen kannst mit den Waffen. Also ich habe es immer auf 1 gelegt und wenn du dann 1 drückst, dann kommt so ein, was ist das, lila Rand rum und dann hast du es ausgewählt. Dann hast du es auch in der Hand. Ich lese jetzt mal die Quests ja nicht durch, weil du kennst dich aus. Ich habe das jetzt aber schon mal, hab das jetzt mal auf L gelegt und habe das auch in der Hand. Wie auf L? Achso, ja, schon. Ich frage mich nicht genau, wie das funktioniert. Ich weiß, so gut habe ich es jetzt dann auch nicht gespielt. Müssen wir halt einfach ausprobieren. Ist die Maus bei dir auch so ein bisschen langsam? Nö. Also die Maus ist so... Und dran denken, du musst immer in die Richtung zeigen, wo du auch schlagen willst. Okay. Hast du alles genommen aus der Kiste, oder? Schon, ja. Jo, und dann gehen wir hier mal hier auf den Teleport-Dinger. Und ich muss mich dran gewöhnen, dass ich hier mit WASD laufen muss. Jo, und dann drückst du einfach E. Beam me up, Scotty. Genau. Ja, für euch ganz kurz, das Spiel ist so eine Art Terraria-Mischung aus, keine Ahnung was noch. Hey, mal wieder das berühmt-berüchtigte Minecraft. Minecraft. Jo. Ah, ich glaube, warte mal, ich glaube, das... Moment. Das leckt, glaube ich, so ein bisschen bei mir, weil... Ist das Video noch konvertiert im Hintergrund? So, jetzt habe ich es mal ausgeschaltet. Ja, das geht, glaube ich, ein bisschen besser. Okay. Ah. Wieso fliegt denn der? Hey, ich glaube, du kannst höher springen als ich mit der Rasse. Nö, so, weil ich Vogel springst bin. Genauso weit wie ich. Ja, aber der fliegt so, der schwebt so eine Art hier, oder? Das ist doch okay. Das ist komisch. Frag mich nicht so spezifische Sachen, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Genau, und das ist ein Abbautool. Das sieht aus wie ein Pissstrahl. Genau, und wenn du jetzt hier oben rechts hast du der komische Werkzeug oder der Schraubenschlüssel. Ah, ich kann auch mit der Maus rausrollen. Genau, wenn du, da kannst du halt deine Items oben durchschalten. Wenn du hier auf den komischen Schlüssel gehst, ja, dann kommt das Crafting-Fenster. Ah, cool. Und da kannst du dann, siehst dann, was du alles craften kannst. Und wir brauchen am Anfang... noch gar nichts. Ja gut, wir brauchen jetzt ein bisschen Wood. Ich glaube, wir bauen mal ein bisschen Holz ab. Genau. Wir bauen Holz, und Cobblestone. Die Musik ist geil. Okay, die habe ich jetzt aus hier jetzt nicht. Also ich baue mal hier auch Holz ab. Es dauert halt ohne die richtigen Werkzeuge, dauert es ungefähr 100.000 Jahre. Achso, das ist jetzt nur so, dieser Pissstrahl ist so eine Art Anfangswerkzeug. Gerne ist auch zum Setzen von Gegenständen und so. Der Pissstrahl. Genau, da kannst du auch weißt du, die Welt verändern. Also kannst du nachher wieder Blöcke hinsetzen und so. Das ist so, ja, wie das ist Terraria, so dein Allround-Tool, mit dem du alles hinsetzen kannst. Ist schon süß gemacht eigentlich. Ja, ich find's ziemlich cool. Dann baust du mal... Dann geht der Baum nicht, sag mal, da hängst du eine halbe Stunde dran. Ja, da gibt's noch einen guten Trick. Je nachdem, auf welcher Seite du vom Baum stehst, in die Richtung fällt der Baum auch. Ist mein Holz. Ja, ich zock's dir mal ab. Ich muss erstmal die Steuerung hier. Oh mein Gott. Wow, da oben kommt irgendwas. Ja, da muss man aufpassen. Also wenn du jetzt hier, wenn du ein bisschen Holz hast, kommst du mal her. Und dann... Da komm ich jetzt, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie ich auf links komme. Also, weil ich hab das ja...
Die Steuerung ist ungewohnt, ne? Ja gut, da quetsche ich relativ schnell dran. Pass auf, die Viecher sind komisch da oben. Der fliegt so lahmarschig hier. Pass auf, der kommt. Uah, weg, weg. Das ist schon so ein Kuhviech, ich hau's um. Boah, es schießt auch noch. Wie komme ich denn jetzt? Ah, jetzt. Ich glaube, ich lege das Schwert mal doch lieber auf 1 oder so. Also ich hab's auf 1. Eins Schwert und 2 die Taschenlampe. Was ist? Wie kann ich das umändern? Hey, gehst einfach mit I ins Inventar und dann kannst du oben rum kannst verändern. Ah. Muss immer das Inventar offen haben. Außer es geht auch anders, aber ich wüsste nicht wie. 5, okay. Genau, und wenn du jetzt wieder auf den Schraubenschlüssel gehst, und du hast jetzt Wooden Planks, du hast jetzt Wooden, oh Gott, wie heißt's? Achso, warte mal, ich muss mal schnell schauen, wie lange wir aufnehmen, sonst wird das wieder eine Stunde aufnehmen. Okay. So, Schraubenschlüssel. Genau, jetzt hast du Unrefined Wood. Campfire. Genau, genau. Jetzt machst du halt ein paar Wooden Planks. Ich mach das einfach auf, ach, unten kann ich einstellen, wie viel. Genau. Wie viel brauchen wir denn da? Da kannst du gucken, da muss irgendwo ein Crafting Table sein. Wooden Crafting Table, der braucht 35. Boah, 35? Ja, das ist krank, wie viel Zeug es hier immer gibt. Also ich hätte es jetzt mal schon mal gecraftet. Ich könnte mal... Das ist auch... Oh, ich kann eh nur 21... Also du kannst da links klicken und dann hast du gleich... Okay, ich crafte mal 21. Pass auf, ich habe jetzt hier mal... Hier... Wooden Crafting Table kann ich genau, machen. Genau, ich habe einen hingesetzt, ja. Ah. Also ich habe jetzt beim ersten Planeten mir das so angewöhnt, dass ich... mein ganzes Crafting-Zeug ins Schiff reinbaue. Da muss man hier... Warum voll die Burg, hallo? Ja, ja, können wir ja schon machen. Ist das hier das Stadtgebiet der Vögel jetzt eigentlich, oder? Nö, das ist einfach Random Planet. Ah, okay. Was richtig cool ist, ist, dass hier drüben schon eine Kiste ist. Dieses springt, der springt so hoch. Was ist das hier eigentlich für ein Gebäude? Hey, das ist einfach so ein zufällig generiertes Dings. Da musst du aufpassen, unten ist Gift. Ja, genau, da wo du jetzt reingefallen bist. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Gar nicht, oder was? Doch, bestimmt auf der linken Seite. Du hättest theoretisch auf die Plattform springen können. So, kann ich die Kiste looten? Ja. Jetzt. Da sind drin irgendeine Sense oder sowas, da können wir glaube ich dann abbauen oder anbauen oder was weiß ich nicht was. Throwing Docker, was auch immer das ist. Ich glaube, du stirbst, vielleicht kann das sein. Vorher loote ich noch alles, oder verliere ich das wie bei Minecraft? Nö, du verlierst nur oben rechts über den ganzen Icons, wo der Schlüssel ist. Pixels habe ich bekommen. Genau, hast die Pixelanzeige und die da verlierst halt ein paar, wenn du verreckst. Okay, jetzt sollten wir aber vielleicht ein bisschen Cobblestone noch abbauen, damit wir uns Pickaxes machen können. Weil damit kannst du viel schneller abbauen. Ich muss jetzt erstmal irgendwie eine Brücke bauen oder sowas, dass ich da rüberlaufen kann. Ja, hast du schon überhaupt schon irgendwas eingesammelt? Holz. Ja, aber aus Holz willst du es ja nicht bauen. Ah, mit Shift kann man auch kleine bauen, ne? Genau. Wie bei Terraria, okay. Ah, verbrauch doch nicht das gute Holz. Ja, hallo, ich habe auch keine Lust hier zu sterben. Ja, ich könnte hier was bauen, guck. Die Steuerung. Können wir die Kiste auch abbauen? Ja, klar. Ich baue sie natürlich ab. Oh, jetzt ist sie runtergefallen. Mist. Toll. Okay, na, müssen wir nachher holen. Also bauen wir erstmal ein bisschen Cobblestone ab, würde ich sagen. Ich wollte keinen hässlichen Vogel, naja. Ja, schon zu spät. Also Vogel schon, aber nicht so eine Tussi-Vogel oder was auch immer das ist. Ja, okay, das hast du ausgewählt, kann ich nichts hören. Ja, du hast gesagt, ich mache immer Randomize. Da habe ich Randomize gedrückt und der Vogel hat mir gefallen. Ja, gut. Schau mal, das sieht aus, als würde der pissen. Ja, ist richtig. Achso, und was? Und ich glaube, mit Rechtsklick baut man den Hintergrund ab, ne? Hab ich genau, gesehen. Genau. So, dann kannst du hier auf. Wichtig ist, wenn du auf den Crafting Table, wenn du da was machen willst, musst du ihn auch auswählen. Also auch wieder mit dem Pfeil drauf, dass er blinkt und dann E drücken. Ah, ist das nicht wie bei Terraria? Braucht es ja nur in der Nähe stehen, ne? Ja. Hier musst du anwählen. Okay. Weil ich würde jetzt auf jeden Fall mal geschwind noch ein Campfire craften, da können wir nämlich dann Essen machen. Und stell das mal einfach daneben. Ist gut, dass du das schon alles weißt. Ja, gut, so viel weiß ich auch nicht. Wie gesagt. Wir können unsere Burg in die Hütte reinbauen hier. Okay. Ja, wir können das Gift auch wegmachen. Weißt du, wenn da einfach... Einfach im Hintergrund, das habe ich bei Terraria immer gemacht. Ich habe im Hintergrund immer reingedingst, da ist es immer abgelaufen. Okay. Kennst du das? Was für ein Ding? Im Hintergrund immer, also den Hintergrund schau und dann läuft das Gift ab, in die Welt rein. Ach, nur auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ha, das ist ja, mir ja, das ist ja nicht schlecht. Okay, ist vielleicht ein bisschen ein Cheat-Trick. Ich lasse meinen Pissstrahl in den Hintergrund und dann zack, läuft das Gift ab. Bisschen ein Cheat-Trick, aber... Das habe ich bei Terraria, so habe ich das ganze Wasser immer weggemacht, wenn ich in die Höhlen rein bin oder okay. So. Okay. Das ist komisch, auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Das ist OP. Ja, auf jeden.
Kommt der Strahl, wie weit kommt? Ach so, okay. Also wenn du eine Stone Pickaxe machen willst, brauchst du 20 Wooden Planks und 10 Cobblestone. Sollten wir machen, weil mit dem Strahlbord dauert es ewig, bis du dieses ganze Gelände abgebaut hast. Fliegt man auf diesen anderen Welten auch so komisch hoch hier? Ich glaube, es gibt, also gesagt haben sie es am Anfang zumindest, dass es anscheinend verschiedene Gravities gibt auf den verschiedenen Planeten. Ah, aber die Grafik ist schon besser, also Grafik ist besser als wie bei Terraria, ne? Puh. Also jetzt so von den Mandelkicken, ich meine, die Mandelkicken bei Terraria sind ja immer total... Ja, ich denke mal, es ist schon ziemlich ähnlich mit der Grafik. Ich muss craften. Wir haben jetzt hier unsere Burg. Ja, die können wir ja nachher ausbauen, ne? Hast du noch Holz? Oh. Ja. Ich hab nämlich... Kann ich dir das auch so rüberkotzen wie in Minecraft? Ich denke ja. Wie denn? Hey, einfach das Inventar aufmachen, dann auf den Cursor aufschalten. Und dann müsste ich einfach, glaube ich... Wie? Ich weiß es nicht. Achso, warte mal. Nee, dann will der das nur setzen, schau. Ja, wir stellen uns an wie die ersten Menschen hier, das ist die Hölle. Wie? Will man Tee oder Kuh oder irgend sowas? Ach, ich habe zwei Rucksäcke, sehe ich gerade. Naja, da kommt das ganze Abbaumaterial, also Raw Material, glaube ich, und so Feldabbauzeug. Ah, Kuh. Ja, guck, halt doch gesagt Kuh. Hab ich dir alles gegeben. So, jetzt habe ich wieder gar nichts. Ja, warte, guck mal, jetzt kann ich mir eine Stone Pickaxe machen. Bau mal die Pickaxe und ich baue mal ein bisschen. Bau mal ein bisschen Holz ab, ja. So ab. Weißt du, da kannst du. Da gibt's auch verschiedene Grade, auch wie bei Minecraft mit Stone und Copper und. Junge, was geht denn ab? Wie viele Kisten gibt's denn hier? Bau mal ein bisschen Zeug hier ab. Da ist nur Copper-Ohr drin. Ja, was heißt denn nur? Das ist doch gut. Die Kiste kannst du. Die Kiste können wir gleich aufheben, ne? Hm. Wenn ich die jetzt abbaue, loot ich die, oder? Ja, ja. Blub, ja. Ich tu mal noch ein bisschen Cobblestone abbauen. Dass du auch eine Pickaxe basteln kannst. Und guck mal da hinten, dass wir irgendwie noch Holz bekommen oder so. Wichtig ist auch, oder was heißt wichtig, es wäre nicht schlecht, wenn wir am Anfang ein bisschen nach unseren Quests gucken. Das ist doch cool, ja, rumrennen und alles kaputt machen. Oh, da hinten kommt irgendwas. Ein Dino. Sind die gefährlich? Hey, weiß ich nicht. Da die Gegner alle random gemacht sind, kann ich dir das erst sagen, nachdem er mich gekillt hat. Der greift mich nicht an. Nö. Sind lieber die. Okay. Hast du jetzt wieder Holz? Ja, ich bin gerade am Abbauen. Okay. Ja, ich komme mal zu dir hoch. Das dauert halt eine Stunde mit dem Piss. Ja, deswegen, ja, da gibt's ja auch Axt und so Zeug. Aber der Strahl ist irgendwie cool, der hat irgendwas. Mhm. Ah ja, ich hör's. Ich hau jetzt den Dino an aufs Maul. Nein, das ist friedlich. Das ist egal. Ja, dann kriegst du wieder die EP, weißt du, ich hab den extra liegen lassen. Ja, aber der gibt Essen. Fleisch. Oder wird das Musik gleich ganz. Hörst du, da wird die Musik gleich ganz dramatisch. Ja. Mein Gott, jetzt fall um, du Baum. Ich sehe gar nicht deinen Strahl. Siehst du meinen Strahl? Ah. Ich dachte, das gibt einen Strahl. Komisch, halt, jetzt habe ich gerade deinen Strahl gesehen. Geduld. Jetzt sehe ich deinen Strahl komischerweise. Vorher habe ich nicht gesehen. Boah, der zockt alles ab. Hier oben ist schon wieder so eine Burg. Oder was auch immer das sein soll. Wir müssen uns erstmal ein bisschen. Da ist mit Alarmanlage drin, wa? Ein bisschen Equipment kaufen. Siehst du da die komischen Container da? Wenn du die umhausch, kriegst du ja so Pixels raus. Also, machst du mal mit dem Schwert. Geht das schon? Ja, da machst du, brauchst du einen Schlag. Oh, cool. Wenn du brauchst, die Pixel, kann ich irgendwas kaufen. Ja, auch beim Craften öfters mal brauchst du es. Was ist das Ziel hier von dem Spiel? Kein Plan. Alle Welten entdecken oder was? Ja, halt wie immer gutes Equip kriegen. Kann man ja auch so fliegen wie in Terraria? Oh, so dunkel. Also ich weiß, dass es jetzt mit dem neuesten Patch einen Grappling Hook reingemacht haben. Aber schau mal, du bist viel schneller am Laufen als ich. Warum das? Keine Ahnung. Siehst du das? Ja, schon. Vielleicht ist es von der Rasse. Ich weiß es nicht. Oder ich bin einfach Imbarer. Drückst du zweimal rüber Nein, oder so? Nein, ich drück ganz normal. Okay. Du musst auch mal ein bisschen in deinem Quest noch gucken. Weil hier steht drin, dass wir uns einen Bow bauen sollen. Ich glaube, nachts kommen immer die Monster hier, gell? Nee, die kommen, glaube ich, auch so. Ich weiß nicht, ob die da vermehrt kommen, das kann ich dir nicht mal sagen. Nachts sind die, glaube ich, schlimmer.
Kann ich dir nicht mehr sagen. Mach dir mal eine Pickaxe. Also da muss ich jetzt E drücken. Genau, dass es blinkt. Ich mach hier mal den Quatsch da wieder zu. Ah, shit, reicht nicht. Ich brauch erstmal diese Wooden-Dinger, oder? Ja, da muss ich erst umwandeln, das Rarholz. Holz in Wooden, ja. Genau, und das umbauen. Jetzt kann ich eine Leiter, eine Treppe bauen, Wooden Crafting Table, Cobblestone Brick, Wooden Support. Und irgendeine Spinne, also wofür brauchen wir, dass wir Wolle spinnen können, oder was? Ja, ich glaube schon, da kannst du so Kleidung herstellen. Das ist ja geil. Wooden Support habe ich. Ein Bett kann ich bauen, ein Stuhl. Ja, Bett ist gut, da kannst du die HP recovern. Okay. Eine Tür. Oh, schon wieder daneben gedrückt. Tür, Gate, keine Ahnung. Ja, eine Tür. Ja, wie baue ich denn jetzt so eine Pickaxe? Hey, du gehst drauf, die müsste irgendwo unten relativ weit unten sein, ja. Da hast du genug Wooden Planks gebaut. Ja, 36. Nee, ich habe jetzt 108 insgesamt. Ah, okay. Ja, dann müsste das eigentlich auftauchen. Weil ich baue nämlich auch, glaube ich, noch eine Stone Axe, dass wir die Bäume schneller fällen können. Fragezeichen, okay. Was ist das? Erde? Alles? Aha. Oh, ich finde die Pickaxe nett. Doch, die müsste da sein. Wooden. Du kannst auch unten, wo das, die Lupe ist und Search steht, eingeben, was du suchst. Wenn du da Stone Pickaxe eingibst oder nur Pickaxe 1 gibst, dann müsste es eigentlich kommen. Wie komme ich hier wieder auf alles? Du kannst immer nur eine Unterkategorie auswählen. Wenn du das nochmal aufs gleiche klickst, dann geht's wieder weg. Ah, jetzt da. Stone Pickaxe. Kann ich noch gar nicht bauen, mir fehlt. Cobblestone fehlt mir. Warte. Warte. Uit. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall rein. So, Stone. Jetzt. Und ein Hoe kann ich auch. Und eine. Der Hoe ist zum Feld umgraben, dass du dann Pflanzen hinmachen kannst. Das könntest du eigentlich mal bauen, wenn du genug Holz hast oder Stein. Ich hab doch aber Funds. Ja, ich meine, ich kann die mal bauen. Ich hab ja, aber ich hab. Dass wir was zum Essen kriegen. Irgendwo ist mein AI, ist Inventar. Eine Sensa, Fable Junk. Ja, die hast du Kunden aus der Kiste, ne? Ja, ja. Und ein Stoppli Smacker. Ich glaube, da. Zwei Händler. Ist der besser als. Bestimmt, mein? Alles ist besser als die Startwaffe. Echt? Aber die Startwaffe sieht so ähnlich aus. Ja, aber die ist kaputt. Broken Hero Sword, also. Oh! Ah, das hat krass. Feuer. Sag mal, was das Damage macht. Wo sehe ich das? Einfach drauf zeigen. DPS 8. Okay. Also das Doppelte von dem, was meins macht. Aber wir sollten jetzt hier auch tatsächlich mal was Sinnvolles tun. Ja, dann pflanze ich jetzt hier mal irgendwas an. Ja, jetzt nimmst du einfach die Hoe und klickst dann drauf auf das Feld, wo du umpflügen willst. Genau, und dann kannst du dann nachher die Pflanzen draufsetzen. Wie geil. Ja, das Spiel ist Hammer. Du musst einfach die Wheat Seeds und die Corn Seeds einfach draufsetzen. Können wir nicht unsere Hütte hinbauen? Du willst keine Hütte haben, ich weiß schon. Ja, können wir nachher schon machen. Siehst du? Die muss ich jetzt oben, die muss ich immer oben in mein Inventar tun, oder? Nö, du kannst ja auch Inventar, also I klicken oder drücken und dann daraus auswählen. Du kannst auch das Inventarfeld ein bisschen hin und her schieben auf dem Bildschirm. Dann ist es nicht in der Mitte und nervt nicht so. Ich hab auch noch Karotten. Du meinst Korn? Nee, Karotten. Echt? Möhren. Okay. Wir bauen die jetzt mal alle hier zu. So. Und dann müssen wir uns mal kümmern um unsere Quest. Ja, muss mal sagen, was du für eine Quest hast, weil ich glaube nämlich, dass du auch extra noch ein Crafting Table bauen musst. Ja, das glaube ich auch ein Quest ist. Nein. Für dieses Blaue sind, glaube ich, Karotten oder sowas. So, Quest. Shopglass, it's time to search the planet for fuel. Completed. Failed. Also, soweit ich weiß, müssen wir uns jetzt einen Bogen bauen. Also, ich zumindest. Make yourself a crafting. Ah ja, crafting table. Diese Scheiße. Ja, probier's mal, ob du ihn abbauen kannst, meinen, und dann wieder hinsetzen, ob das funktioniert. Baue ich den mit meiner Maschine? Jo, genau. Auf, oder? Du kannst alle jede. Jedes Item auch mit dem Dings da abbauen. Beziehungsweise manche Items nur mit dem Metal Manipulator. Ah ja, Quest kommt. Genau, du setzt einfach wieder hin.
Jetzt muss ich, glaube ich, irgendwelche. Du musst, glaube ich, das Campfire bauen, das kannst du jetzt gleich machen. Einfach hinweg und gut ist. Ich schlag dich mal so lang. Mein Schwert ist viel besser. Toll, danke. Ich mach mal die hässlichen Löcher dazu. Oh, das geht aber fix bei dir. Bei mir geht's nicht so schnell. Was? Die, das Hinsetzen und keine Ahnung was. Mein Vogel ist auch so komisch langsam. Ja, was nimmst du auch einen Vogel? Ich dachte, der ist voll cool und imbar und keine Ahnung. Was ist denn das? Cool? Wir müssen auf jeden Fall einen Bogen bauen und für einen Bogen brauchen wir Fiber. Warte mal, ich brauche jetzt noch. Food Fight steht hier. Ja, da steht aber. Some Alien Meat by Killing a Monster. Genau, aber mit dem Bogen. Mit dem Bogen. Genau, jetzt müssen wir erstmal einen Bogen craften. Und da. Entschuldigung, und dazu müssen wir in eine Höhle rein. Da es jetzt aber dunkel ist, ist das gerade alles ein bisschen blöd. Ah, guck, komm mal hier in die Höhle, siehst du da die komischen Pflanzen, was da runterhängen? Ja, ja. Ich leuchte dir mal, baue mal eine ab. Brauchen ja, wir genau, das, daraus kriegst du das Fiber. Dauert übrigens auch 1000 Jahre, bis es abbaut. Schön. Daraus kannst du nämlich Ding bauen. Den Bogen. Und dann kannst du halt aussuchen, ob, wenn du die Bogen mit die Monster mit dem Bogen killst. Da oben kommt irgendein Monster angelaufen. Ah, jetzt. Nee, das ist da. Nee. Ich leuchte dir mal. Das ist das Coole, wenn man zu zweit ist, dass man nicht immer das eine leuchten kann. Ja. Das macht okay. Nichts. Komisch. Auf dem Planeten, wo ich zockt habe, da waren immer die Viecher aggressiv. Siehst du, jetzt gestartet der Fiber hier unten. Ich sammle mal ein bisschen was ein. Jetzt ist alles auf dem Baus. Ich sammle jetzt mal alles ein, der Hedge. Krieg. Was sind. Ah, da hinten, schau mal, da hinten ist noch so ein Ding. Jetzt. So ein Coin. Ein bisschen aufpassen, im Dunkeln ist das alles hier ein bisschen immer fragwürdig. Oh Gott, das macht auch noch Licht, das Schwert. Wie cool ist das denn? War das nicht das Monster? Nee, das war, glaube ich, das Monster, das du mit dem Schwert geschlagen hast, das dann gebrannt hat. Oh, aua. Warte mal, ich gebe dir mal die ans Feuer, weil ich erfriere. Also nicht erfriere, aber da unten ist ja die Kälteanzeige. Ja, ich gebe dir mal den Fiber, die Hälfte. Und dann gucken wir mal, dass wir alle bei dem Bogen machen können. Genau. Achso, den muss ich jetzt wieder beim Quark. Genau, genau. Machen, ne? Wood Plattform, Wooden Table, Wooden keine Ahnung was. Siehst du, ich hab's. Wo ist denn der? Irgendwas hat gegrunzt. Irgendwas grunzt hier. Also, ich finde den nett. Wooden Koppelbrick, Wooden keine Ahnung. Ja. Wie heißt denn der? Der heißt Hunting Bow. Hunting kann ich noch nicht machen. Da fehlt mir. Ah, du hast dein ganzes Holz raffineriert, gell? Ich hab mein ganzes Holz. Ja, warte, ich geb dir was. Da rechts liegt's. Meinst sind die Pflanzen? Ja, du musst auch aufpassen, ich würde nicht immer alle. Ja, die wachsen halt dann tatsächlich richtig. Du darfst nicht immer alles verbrauchen, weil du daraus auch Fackeln machen kannst. Also Kohle und unraffiniertes Holz ist auch Fackel. Und was auch wichtig ist nachher, wenn du eine Pickaxe hast und du willst die reparieren und du hast zum Beispiel eine Kupfer-Pickaxe, dann kannst du mit den unverarbeiteten Kupfer-Ores kannst du auch die wieder reparieren. Deswegen würde ich dann nicht immer alles umbauen in Barren oder hier in richtiges Holz. Ach, das muss gedrückt sein. Ja. Kannst du aufladen. Wenn er voll ist, liegt das auch schwer. Haben wir unendlich Pfeiler? Gut. So, damit müssen wir jetzt ein Monster suchen, ne? Gehen wir einfach mal in irgendeine Richtung. Bisschen Taschenlampe finde ich auch irgendwie lustig. Das ist cool, ja. Achtung, Gift. Ich hab's doch abgelassen. Ach, hast du alles abgelassen? Ja, nein, das ist noch drin. Aber wenn wir die jetzt anschießen, dann attacken sie uns natürlich, ja? Bin ich tot? Okay. Bin ich tot oder was? Ich bin tot. Ich lebe noch. Naja, wieso bin ich denn tot? Ja, das Viech ist halt. Das hat so einen Ansturmangriff, wenn es dich halt einfach trifft. Jetzt ist irgendwie noch ein Ei. Jetzt ein Küken geschlüpft. Achso, jetzt ist ein neuer Vogel geschlüpft. Jetzt verlierst alle deine.
Münzen. Also viele von, ich habe noch nicht rausgefunden, was es liegt. Ich glaube, umso mehr du hast, umso mehr verlierst du auch. Und dann wirst du einfach wiederbelebt im Raumschiff und kannst dich wieder runter teleportieren. Hast du das Fleisch bekommen? Es funktioniert nicht bei allen Viechern. Aber ich habe vorher schon Fleisch gekriegt von einem anderen Viech, das ich gekillt habe. Aber wir müssen das noch mit dem Boot so killen, nicht? Jo. Da oben ist es. Hier unten ist noch so ein Viech. Das wird dramatisch, oder? Töte es! Ja, hallo? Ich muss mal meinen Bogen aufladen. Oh, es hat mich gekillt. Wir sind schlecht. Mit so einem blöden Bogen kämpft ja auch keiner heutzutage mehr. Wow, ich werde angegriffen. Ja, da gibt's ja nachher lustige Laserwaffen und so. Ha! Ich hab dich ausgeschlossen. Ich komme mal wieder runter. Ich bin gleich wieder tot. Ich hab nur noch einen Balken. Du kannst es alleine killen. Ja, ich seh's gerade. Ich mach's gerade platt. Ich hab's gekillt. Ich hab schon Fleisch, dann nimm du das Fleisch, was hier liegt. Ich muss mich mal irgendwie, ja, und jetzt reaktivieren. Jetzt gehst du ans Campfire hin und kannst dann, machst du da, also auch mit E, machst du da auf und dann kannst du da das Fleisch reinlegen und dann auf Cook klicken. Cook. Ja, kochen. Alter. Schön. Und jetzt ist es gekocht. Ja, jetzt hast du ein gekochtes Fleisch im Inventar. Kannst du es essen? Kannst du essen, ja. Kommt dann mein Leben wieder zurück? Nein. Trink nur was, wenn du schläfst. In den Ofen, wenn du Alt drückst, dann stehen die Namen dran und unten steht dran, wie viel Essen du noch hast. Also deine Essensbar, mehr oder weniger. Ich habe jetzt aber nur noch ein Leben, ne? Ja, dann ist entweder... Ja, da müssen wir ein Bett craften. Boah, hast du den schon wieder angelockt, oder was? Ja, ja, schon. Okay, jetzt ist dein Leben wenigstens wieder voll. Lol. Ich bin hier immer das Opfer, ja, das arme Huhn. Ja. Kann nichts dafür. Ich habe auch übrigens das Fleisch. Kann ich jetzt eigentlich nochmal, könnte ich jetzt eigentlich dann nochmal einen neuen Charakter machen, der nicht so schwul aussieht und dann dazu stoßen? Jawohl. Ah, das könnte ich sogar machen, okay. Mhm. Mal schauen, ich glaube, wir haben eh schon wieder Überlänge hier beim Video. Okay. Jetzt sind die Karotten auch schon gewachsen. Aber dann habe ich mein tolles Feuerschwert nicht mehr, ne? Nee. Ah, doch, wenn du mir es gibst und ich gebe es dann wieder zurück, dann müsstest du es theoretisch haben. Oder durch eine Kiste rein oder sowas. Ich glaube, das müsste gehen. Burn steht da. Nee, das Schwert ist echt sehr geil, was du da gefunden cool, hast. Cool, gell? Na. Aber auf so einem Planeten wie dem hier war ich noch nicht. Oh, töte ihn! Oh. Ich glaube, da gibt es auch Viecher, die nicht aggressiv sind, so wie das. Das ist nicht aggressiv. Außer du. Ja, genau. Außer du schlägst mit dem Feuerschwert, dann schon. Schau mal das. Und dann killst mich auch gleich. Ja, ich stand genau drin und du hast gemeint, du musst das Aggro machen. Nee, nee, nee. Ah ja, cool. Bist du jetzt immer noch nach links gelaufen? Ja, ich warte jetzt hier noch. Weil ich glaube, ich werde mal diesen blöden Vogel ändern. Okay. Wow, Poison. Du kannst natürlich aber auch in die Giftsuppe reinhopfen, das hält davon. Ich gebe dir erstmal schnell mein Schwert. Das mache ich nochmal auf Q, ne? Das hätte ich dann aber gern wieder, ja? Welches Schwert? Halt die Schnauze. Das könnte man vielleicht immer gebrauchen, das. Das. Ja, ja, alles her damit. Das. Beziehungsweise das ganze Standardzeug, was du am Anfang aus dem Raumschiff sammelst, kriegst du ja nachher eh wieder. Jetzt muss ich das mal alles irgendwie. Kann ich das nicht irgendwie auf Q? Du hast auch noch einen Wurfdecker gefunden, oder was? Was? Ein Wurfdecker. Was auch immer das ist. Ja, ein Wurfmesser. Hast du das alles hingeschmissen jetzt? Ne, ich habe jetzt alles eingesammelt. Ja, sollst du ja. Hallo? Irgendwas fehlt da noch? Also da hinten? Die Kohle fehlt noch? Boah, schon das ganze Zeug her. Da hab ich noch irgendwelche Kisten gefunden. Ich muss ja mit meinem Billigschwert kämpfen und du hast schon Feuerschwert und Kohle und was so geil, was für ein Zeug. So.
Dann würde ich auch schon mal. Ach, schau mal, unser Weizen wächst schon. Ja, dann beende ich schon mal die Folge jetzt auch. Und dann komme ich wieder als neugeborener Vogel oder keine Ahnung, was auch immer. Okay, also ciao. Bis dann, ciao.